Mit einem Netz bewaffnet geht er auf Heuschreckenjagd. Christian Monnerat ist Biologe und beurteilt die Gefährdung von Insekten im Auftrag des Bundesamts für Umwelt. Es braucht viel Fachwissen, um die Insekten zu finden. Pour les orthoptères, par exemple, là on a une palette de méthodes. On a des insectes qui chantent et c'est une chance, vu qu'on peut les identifier comme on le fait pour les oiseaux. Heute sind die Heuschrecken ruhig. Es ist ihnen zu kalt. Monnerat muss also zum Netz greifen. Das Verschwinden der Insekten bereitet ihm Sorgen, denn sie sind ein wichtiger Teil der Bestäubung und der Nahrungskette, vor allem auch für Vögel. Il y a une situation qui est assez critique en Suisse. Comme dans d'autres pays, je dirais d'Europe centrale, il ne faut pas oublier qu'on a perdu plus de 90% des marais, que la majorité des zones alluviales ont été endiguées et détruites pour gagner justement d'ailleurs des surfaces pour l'agriculture. Die Landwirtschaft ist mitverantwortlich für das Insektensterben. Vor allem der weite Gebrauch von Pestiziden ist Monnerat ein Dorn im Auge. Dass jetzt der Bauernverband zum Insektenschutz aufruft, findet er grundsätzlich positiv. Je trouve très bien déjà qu'il y ait ce type de réaction, à savoir qu'il y ait une prise de conscience de ce qui se passe, de ce qu'on observe. Et puis après, ben, il s'agira effectivement de traduire ça dans des actes et dans des changements de pratiques. Klar ist, die Anzahl Insekten hat abgenommen. Wie groß das Problem ist, untersuchen nun Forscher wie Christian Monnerat.